Gut, dann wollen wir es beginnen lassen. Moment, Dramaturgie. Bam. Hammer. Ja, ein Wahnsinn, diese Unmengen von Menschen. Ich fühle mich wie im Weserstadion hier. Ein Traum. Gibt es viele Leute, die noch nicht da waren oder sich vorab informiert haben? Ja. Hände hoch? Ja. Ah, okay. Sie haben sich eingefunden auf der Lesung namens Bomben auf Utopia. Das ist eine Geschichte, die ich jede Woche ein bisschen weiter schreibe. Heute gibt es Texte, die ich gestern und heute noch ein bisschen weiter geschrieben habe. Und die Geschichte begab sich bis jetzt ungefähr so. Wir haben vier Freunde namens Justus, Emma, Steffi und Mike, die ursprünglich in Teneva gewohnt haben, jetzt aber nach und nach ins Viertel gezogen sind und sich alle am Eck getroffen haben. Dort haben sie sich ein bisschen unterhalten und sind dann vom Eck rübergegangen zur Flaschenpost, wo man sich Bier und Schnaps kaufen kann. Vor der Flaschenpost wurden sie leider dabei erwischt, wie sie einen Sprengkörper mit sich trugen von der Polizei, die Mike verknacken wollten, aber Steffi wusste das zu verhindern, indem sie ihm den Sprengkörper abgenommen hat und ihn in einen Geldautomaten gestopft hat, woraufhin das Geld über dem gesamten Viertel regnet. Daraufhin sind die vier losgerannt, von der Flaschenpost übers Eck ins Fairfield hinein, an der Sparkasse und am Golden Shop vorbei, hin zu diesem Hochhaus, wo dieses blaue Junkie-Licht ist, damit die Leute ihre Ader nicht finden. Daran vorbei und weiter zu diesem kleinen süßen Häuschen direkt bei der Capri-Bar am sogenannten Bermuda-Dreieck. Dort haben sie die Tür aufgemacht und sind in das kleine Haus hineingerannt und unten hindurch in die alten Kanalisationen von Bremen. Durch die alten Kanalisationen sind sie hindurchgelaufen in Richtung Eck und haben dort einen Raum gefunden, der einer Loge gehört, die sich Club der Spinner Bremen nennt. Dort waren sie und haben sich ein bisschen umgesehen und hatten dann aber entschlossen, dass es diesem Club gegenüber etwas unangebracht wäre, wenn sie dort erwischt werden von der Polizei und deswegen der Club auffliegen würde. Deswegen sind sie durch eine Geheimtür auf dem Sivalleck, was es wirklich gibt, wo immer ein kalter Kasten Bier versteckt ist, wodurch sie abgehauen sind, hin zu Steffis pinkem Fiat Panda, mit dem sie dann losgefahren sind, nach Österreich. Sie sind die Nacht durchgefahren und Mike meinte, ich kenne da jemanden, in dessen Hütte wir wohnen können. Ein gewisser Krüger, der am laschen Nippelberg wohnte. Dort sind sie hingefahren und sind ausgestiegen und sind mit der Seilbahn dann nach oben gefahren bis zum Gipfel und mussten sich dafür im Auftrag Krügers Teletubby-Anzüge anziehen, mit denen sie dann den Berg hinaufgestapft sind. Als sie dann da waren, kam Krüger plötzlich aus einem kleinen netten Häuschen mit geschnitzter World of Warcraft-Tür gerannt, kam herausgerannt, schrie laut den Namen der Teletubbies und schoss sich in den Kopf. Dadurch löste eine Lawine aus und in der letzten Woche ging es darum, dass diese vier Personen von der Lawine erwischt werden und was wohl ihre letzten Gedanken hier auf Mutter Erde wären. Wir sind heute beim 15. Kapitel angekommen, nachdem letzte Woche der erste Akt geendet ist und es ist heute Tag 15. Vor Ihnen liegen Briefumschläge. Wenn Sie dort nachher möglichst viel Geld hineinstopfen würden, würde ich mich darüber sehr freuen. Tag 15. Gott und Himmel und einige grundsätzliche Fehler. Es war ein weißer Raum. Einer von diesen Räumen, in denen es keine Ecken und Kanten gibt, weil immer alles so hell ist. So hell, dass hier nur jemand wohnen konnte, der es in seinem Leben schon ein bisschen zu etwas gebracht hatte. Gutes Elternhaus, gute Erziehung, anständiger Schulabschluss, fundiertes Grundwissen in Geschichte, Geografie, Kunst und zwischenmenschlichen Beziehungen. In der Mitte des Raumes lagen vier Gestalten, die mit weißen Leinentüchern verdeckt waren. Nur ihre Füße schauten heraus und an ihren Zehen hingen Zettel aus Büttelpapier, die an hochwertige Bindfäden gebunden waren. Zettel und Bindfäden, wie man sie sonst nur von den Einmachgläsern hochwertiger französischer Konfiserien kannte. Der Länge nach geordnet lagen die Gestalten nebeneinander und auf den Zetteln waren die Namen geschrieben: Jonas, Falk, Stefania und Omar. Sie lagen auf Stahlpritschen und wenn man genau hinsah, konnte man denken, dass sich hier und da ein Laken ein bisschen hob und wieder senkte. Gott stiefelte halbwegs gut gelaunt durch sein Zimmer.
und trug dabei Buffalo-Plateauschuhe an den Füßen. Seine Denkestiefel, wie er sie nannte. Denn Denken hatte für Gott viel mit Humor zu tun. Und witzetechnisch war die norddeutsche Kirmes- und Volksfestmode Mitte der 90er Jahre tatsächlich ein Hammer gewesen. Immer wieder legte er sich den Finger ans Kinn, ging nach links, dann wieder nach rechts, mal ein Stück nach vorne, dann wieder zurück, dann ein Stück im Kreis, schaute auf seine Füße, hüpfte einmal kurz hinauf und musste deswegen kurz grinsen. Dann verzog sich sein Gesicht wieder in ernsthafte Falten und er rieb sich mit Daumen und Zeigefinger an der Stirn, kniff die Augen zusammen und grübelte stark. Dann wandte er sich zu den Vieren, die da lagen, um, griff mit beiden Händen nach den Laken, sammelte sich kurz und riss dann mit einer magischen Geste, mit einem Affenzahn an den Tüchern, die über ihn lagen. Und die Tücher flogen von den Gestalten und landeten in einer der Ecken des Raumes und verschwanden im allgegenwärtigen Weiß. Der Anblick der Menschen war schauderhaft. Verdrehte Gliedmaßen, ausgerenkte Hälse, umgeknickte Finger, jede Gestalt für sich ein Bild des Grauens. Entgegen der Idee, die man hätte bekommen können, schien aber noch ein bisschen Leben in diesen seltsam entstellten Fleischbergen zu stecken, obwohl an ihm alles vollkommen verquer angeordnet war. Wenn man sie sich so ansah, da sagte die Logik, die sind hinüber. Doch das Herz sagte, da ist noch etwas in diesen Menschen, das ist noch nicht vorbei. Gott ärgerte sich. Dieses Konzept, dass jeder Mensch jederzeit ohne Vorwarnung sterben könnte, vielleicht war das nicht die beste Art, die Welt zu kontrollieren. Eigentlich war das nur so ein Konzept gewesen, das er sich irgendwann ausgedacht hatte, weil es irgendwie einfach ökonomischer war. Er konnte sich doch nicht um alles und immer kümmern. Das Konzept, das Leben findet seinen Weg, war vielleicht in Jurassic Park toll, aber im wirklichen Leben irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Allzu oft hatte er hier Leute liegen, die eigentlich zu nützlich waren für die Menschen, um sie einfach so von der Erde abzuräumen und so aus dem Leben zu reißen. Diese Idee, die Gott eigentlich gehabt hatte, die war ja gut gewesen. Man drückte bei der Welt auf die große Pause-Taste, bereitete alles vor, schusterte sich einen Menschen zusammen, so weit wie es halt ging, so gut wie es halt ins Budget passte. Und wenn man fertig war, beziehungsweise wenn es einem langweilig wurde, dann drückte man auf Start und schaltete auf Autopilot und wartete ab, wenn es allzu arg wurde. Würden sie dann schon schreien, das Schreien, was die Leute dort im Beten nannten und was die Menschen selber aus dem Computerspiel Die Sims kann. Dann konnte man immer noch einschreiten und irgendetwas verändern. Das Problem war halt nur, dass es im Universum hier nur eine gewisse Menge an Sachen gibt. An Materie und an Energie und an allem halt, was ja bedeutet, wenn man es dem einen gab, dann musste man es irgendjemand anderem wegnehmen, weil man ja auch nichts aus dem Nichts irgendwas erschaffen konnte. Das konnte auch der beste Gott nicht. Woher sollte er das denn wohl nehmen? Woher nehmen, wenn nicht stehlen? Es war sehr entspannt gewesen. Das letzte Jahrhundert, das war sehr entspannt gewesen. Als die Menschen zuerst aufgehört hatten zu beten und dann angefangen hatten, sich die Sachen, die sie haben wollten, einfach so gegenseitig wegzunehmen, ohne lange bei Gott nachzufragen. Die 80er Jahre des 20. Jahrhunderts waren Wellness für Gott gewesen. Aber in den letzten Jahren war ein starker Anstieg von Betaktivitäten auf der Erde festzustellen gewesen. Und auch wenn er da noch lange keine Lust mehr drauf hatte, es kränkte Gott dann irgendwie doch in seinem Ego, nicht mehr als so richtig real wahrgenommen zu werden. Er hatte überhaupt gar keine Lust, sich um diese ganzen doofen Leute zu kümmern, die sich selber als wiedergeborene Christen bezeichneten, weil sie immer noch dieses blöde alte Buch lasen, das er mal diktiert hatte und das er seitdem irgendwie nicht mehr aus der Welt bekam. Ob sie das nun Bibel oder Koran oder buddhistischer Schöpfungsmythos oder Scientology nannten, das waren alles so Dinge, die er sich früher irgendwann mal ausgedacht hatte, als ihm langweilig war, die ihm jetzt aber so peinlich war wie ein peinlicher Tagebucheintrag eines frühen Jugendlichen unter den Menschen. Das war ein Fehler gewesen. Also hat er sich diese neue Sache ausgedacht, die diese Bibel ersetzen sollte. Die Menschen hatten es das Internet genannt. Und er setzte ein bisschen Hoffnung in die Idee, dass das nicht wieder so ein Ding wie die Bibel oder so werden würde, für das er sich später würde schämen müssen.
Für Gott war es sehr schön, sich im Internet in Hilfeforen unter Spitznamen wie Sexy Tina 1992 zu verstecken und den Leuten auf diese Art zu helfen, ohne dass ihm jemand auf die Schliche gekommen wäre. Aber noch war die Sehnsucht der Menschen ziemlich ungebrochen und sie versuchten nach wie vor die Antwort auf ihre Fragen in alten Büchern zu finden. Auf eine doofe Art und Weise freute ihn das ja auch ein bisschen, weil so ein bisschen Anerkennung, das war ja auch für einen Gott nicht schlecht. Nur die Art, in der ihn die Menschen liebten, das grenzte ja schon mal fast manchmal an Stalking. Sie nannten das Gottesfürchtigkeit und faselten immer von Liebe, aber Gott fand, dass die Menschen in ihrer Beziehung zu ihm irgendwie ein bisschen klammerten. Und das war für die Liebe ja selten gut. Eigentlich sah er sich selbst nicht so sehr als den Oberegoisten, aber ein bisschen ging es ihm doch an die Nieren, nicht mehr als der Oberboss dazustehen. Schwere Entscheidung. Rumhängen war eine gute Sache. So als ziemlich allmächtiger Gott hatte er einige sehr interessante Hobbys vorzuweisen. Dass er den Menschen nach seinem Abbild geformt hatte, das hatte sich ziemlich schnell, ziemlich selbstverliebt angefühlt und das schlug jetzt natürlich zurück. Denn über wen und über wessen Fehler konnte man sich denn besser aufregen als über jemanden, der so war wie man selber und der immer die gleichen Fehler wie man selber machte? Gott zückte sein iPad. Das war ihm peinlich. Ein Gott, der Apple-Produkte benutzte, das passte nicht ins Bild. Und hätte das jemand auf der Erde mitbekommen, das hätte bestimmt ziemlichen Ärger gegeben. Aber es war halt so praktisch und die Benutzeroberfläche war einfach so schön und die Menschen hatten recht. Angry Birds war wirklich eine hervorragende Art und Weise, sich vom Alltagsstress abzulenken. Er rief eine App auf, die ihm die kürzlich Verstorbenen zeigten. Und da tauchten schon die vier Namen auf. Justus und Emma und Steffi und Mike. Und er schaute auf die Zettel an den großen Zehen der vier Gestalten, die in der Mitte des Raumes lagen. Und da stand Jonas und Oma und Stefania und Falk. Und Gott wunderte sich. Er schaute auf ihre sehr geschundenen Gesichter und rief mürrisch die Fotos von ihren Personalausweisen auf und verglich die Gesichter, die hier vor ihm lagen. Er riss die Zettel von den Zehen und warf sie auf den riesengroßen Haufen von 10 Schildern, die da irgendwo in der Ecke lagen. Er ärgerte sich bei dieser Unordnung über sich selber und wüsste, dass es ihn wieder Überstunden kosten würde, die ganzen toten Schilder wegzusortieren. Ein bisschen Buchhaltung musste sein, um wenigstens den Anschein von Professionalität hier oben im Himmel zu wahren. Apropos Professionalität. So ganz richtig war das nicht gewesen, dass die vier, die hier jetzt in dem Zimmer lagen, so doof ums Leben gekommen waren, beziehungsweise ja noch nicht ganz tot waren. Das war gar nicht so gedacht gewesen mit den Vieren und der Lawine. Was sie natürlich nicht wussten, war, dass Gott gerne mal ein bisschen mit den Naturgewalten herumspielte, nur um den Menschen zu zeigen, dass er noch da war. Einfach nur mal so, um mal wieder ein bisschen Respekt zu erzeugen. Irgendwie wie sein Vater, der manchmal seinem Sohn die monatliche Banküberweisung streicht, weil der Sohn sich seit 6 Wochen nicht gemeldet hat. Das war gar nicht böse gemeint. Das war eher so ein kleiner Denkzettel, der sagte, hallo, selbstverständlich ist das alles nicht. Schau mal in die Sterne, guckt euch mal um. Ich kann verstehen, dass man oft busy ist so im Alltag. Aber es ist schon wichtig, dass manchmal ein bisschen Dankbarkeit gezeigt wird, sei es nun vor dem Papa oder vor der Natur oder irgendeinem Gott gegenüber. Gott schaute auf die vier Menschen, die dort in der Mitte des Raumes lagen. Er schritt hinüber zum Kopf von Steffi, der dort sehr verbogen lag und sich wortlos und ziemlich verplant umschaute. Die Arme hinter dem Rücken mit den Beinen verknotet, die Schultern ausgekugelt, sodass die Schulterblätter sich in der Mitte des Nackens berührten, die rechte Gesichtshälfte auf den Metalltisch gepresst und die großen Zehen fast in den Ohren. Ganz verdreht sieht sie aus. Das muss aber auch wehtun, dachte sich Gott. Und das Blöde bei Gott war ja mit dem Denken, das war aufgrund der Allmacht so eine Sache. Einfach denken war da nicht. Wenn Gott redet oder denkt und man daneben steht, dann war das immer diese grollende Stimme. Er beugte sich umständlich über den Tisch und fasste Steffi an den Knöchel, zog sie hoch und schüttelte sie kräftig aus, so wie man morgens seine Bettdecke ausschüttelt, damit sich der Inhalt der Decke wieder an die richtige Stelle verteilt.
Ein-, zweimal schlug er Steffi aus, bis sie polternd wieder auf der Metallliege zu liegen kam. Dann machte er eine magische Bewegung. Er überkreuzte die Arme und riss die Arme in Richtung oben. Denn über ihm war er nur oben, weil der Himmel, der ist für Gott ja unten. Und trotz alledem sah er sehr aus wie Vincent Raven. Steffi öffnete die Augen. Ihre Lippen bewegten sich. Lawine, sagte Steffi. Lawinen sind weiß und stören beim Essen. Was? Fragte Gott. Ach so, ja, das stimmt. Lawinen, die sind weiß und stören beim Essen. Hallo Steffi, ich bin's Gott. Was geht ab? Was? Machte Steffi. Folgendes, Steffi. Es tut mir leid. Steffi rollte sich auf die Seite und schaute Gott mit ganz verschlafenen Augen an. Und ihre Stimmung hellte sich auf, denn sie mochte es gerne, mit einer Entschuldigung geweckt zu werden. Am besten mit einer Entschuldigung für etwas, was sie gar nicht wahrgenommen hatte. Das gab ihr doch gleich Oberwasser für den Tag. Ja, das solltet ihr auch leid tun, murmelte sie ganz verschlafen und berechnend. Aber das solltet ihr wirklich leid tun, sagte sie. Weißt du überhaupt, mit wem du redest? Fragte Gott und ging in die Knie, um Steffi in die Augen zu schauen. Du wachst ja öfters mal nackt neben jemandem auf und weißt nicht, wer es ist. Keine Ahnung. Gott wahrscheinlich, hast du ja gerade gesagt. Wir hatten noch vorhin geredet. Wo bin ich denn? Fragte Steffi. Du bist im Himmel, antwortete Gott. Wenn das hier der Himmel ist, warum fühle ich mich dann immer noch fett und bin nicht betrunken? Antwortete Steffi, rieb sich die Augen und richtete sich ein Stück auf und bemerkte, dass sie einen mordsmäßigen Muskelkater hatte. Pipapo, sagte Gott, jetzt hör mal zu. Du bist hier im Himmel und das mit der Lawine, das war mir so ein Unfall. Ich war gestern ein bisschen druff und hab Quatsch gemacht. Du solltest eigentlich nicht tot sein, deswegen fühlst du dich auch nicht tot. Diese Lawine, das war keine Absicht und ich will das wieder gut machen. Hast du vielleicht irgendeinen Wunsch? Steffi schaute sich um und entdeckte ihre verknoteten und halb zerbrochenen Freunde neben sich liegen. Sie erschrak sich, schaute sie an, die Freunde, wie sie da vollkommen verdreht lagen und blickte zurück zu Gott. Was ist mit denen los? Rief Steffi, die jetzt auf einen Schlag wieder hellwach war. Ach so, ja, blöd, das solltest du jetzt eigentlich nicht sehen. Gott stand auf, griff einen nach den anderen an den Knöcheln und schlug sie einmal so aus, wie man einen kleinen Teppich ausschlägt, wenn die Kinder mit dreckigen Schuhen drüber gelaufen sind. Die drei knallten etwas unsanft zurück auf die Metallpritschen, sahen aber durchaus wieder normal aus. Sie begannen langsam sich wieder zu regen. Gott ging zu Steffi zurück. Sorry, ich laufe heute ein bisschen neben der Spur, sagte er. Nochmal, hast du einen Wunsch? Sag mal, bin ich tot? Ja, nein, also irgendwie sowas dazwischen. Also nicht tot sein wäre als Wunsch für den Anfang mal ganz gut. Ja, Wunsch, ich hatte jetzt eher an sowas wie Kaffee gedacht, sagte Gott. Ich hätte gern einen Kaffee, murmelte Justus von der Seite, der sich nun auch aufgerichtet hatte und sich im Raum umsah. Hilling, du kommst gleich dran, sagte Gott. Also, wandte er sich wieder zu Steffi, nicht mehr tot sein. Oh ja, gut, aber das ist nicht ganz einfach. Was heißt hier nicht ganz einfach, wurde Steffi laut. Jetzt mal immer mit der Ruhe, sagte Gott. Er zog eine Zigarette aus der Tasche und zündete sie an. Hast du noch so eine für mich? Fragte Justus und Gott warf das halbe Softpack Marlboro Light zu ihm hinüber. Marlboro Light? Ernsthaft? Fragte Justus. Ja, ist gesünder, sagte Gott. Lol, schaltete sich Mike ins Gespräch. Schnauze jetzt, blaffte Gott. Also Steffi, das mit dem nicht mehr tot sein, das ist nicht so ganz einfach. Erstens ist es gar nicht mal so schlecht mit dem Tod sein. Also mit dem richtigen Tod, da kann ich dir jetzt aus datenrechtstechnischen Gründen nicht so viel zu sagen. Aber vertrau mir, es ist ganz in Ordnung, dieses Todsein. Es ist nicht so toll, wie alle mal sagen, aber es ist auch nicht so schlecht. Es ist ein bisschen wie high sein. Das ist ja meistens auch ganz gut. Aber wenn du immer high bist, vergisst du ziemlich schnell, wie es nüchtern ist zu sein. Und wenn du vergisst, wie es ist, nüchtern zu sein, vergisst du auch, wie es ist, high zu sein. Und es geht beim High-Sein ja gar nicht ums High-Sein. Es geht beim High-Sein ja eher ums Nicht-Nüchtern-Sein.
Wenn da kein Unterschied mehr besteht, dann wird es ziemlich schnell langweilig. Langeweile, das ist im Himmel ein ziemlich großes Problem. Weil wenn du das Schlechte nicht kennst, dann weißt du überhaupt gar nicht, was das Gute ist. Ich baue den Lebenden da unten immer das Schlechte ja schon in den Alltag ein, damit ihr etwas Schönes überhaupt bemerkt, wenn es euch passiert. Ihr habt diese Konstruktionsfehler, dass ihr echt immer nur das Schlechte bemerkt. Nur um es mal zu erwähnen, ihr steht gar nicht immer in der längsten Schlange im Supermarkt an. Ihr bemerkt das bloß nicht, wenn ihr die Schnellsten seid. Ihr fahrt auch nicht immer bei Gegenwind Fahrrad. Ihr merkt es bloß nicht, wenn das Fahren leichter ist als sonst. Wenn ich sage Rückenwind, dann sagt ihr nichts. Wenn ich sage Gegenwind, dann wird rumgeheult. Folgendes. Ohne mich würden immer alle Maiskörner im Popcorn aufpoppen. Der Wettermann hätte immer recht. Alle Aufkleber würden immer rückstandslos von CD-Verpackungen abgehen. Jeder würde immer sofort auf jede SMS antworten. Dein Lieblingslied würde nicht immer genau dann im Radio kommen, wenn du gerade eingeparkt hast. Es gäbe immer überall eine Steckdose. Ohne mich hätte immer jeder einen Stift dabei. Es würde niemals auch nur eine einzige Socke in der Waschmaschine verloren gehen. Es gäbe keine guten Filme, von keinem guten Film einen schrecklich, schrecklich schlechten zweiten Teil. Man würde niemals aus Versehen ein Leitprodukt kaufen. Der Ketchup würde immer ohne Probleme aus der Flasche kommen. Es wäre immer Milch im Kühlschrank. Es gäbe alles, was ihr wollt, immer in eurer Lieblingsfarbe. Eure Chipstüten wären immer bis oben in voll. Radiergummis würden immer alles wegradieren. Alle Autofahrer würden immer blinken und der Akku in eurem Telefon wäre immer genau zur richtigen Zeit knackig voll. Dass das nicht so ist, das ist von mir nur so eine Ansage. Freut euch des Lebens. Ihr würdet nicht merken, wie gut es euch geht, hättet ihr nicht immer irgendwas, worüber ihr euch aufregen könntet. Aber Steffi, Folgendes. Was ganz anderes. Warum willst du denn überhaupt weiterleben? Steffi grübelte ein bisschen. Und dann grübelte sie noch mehr. Und noch mehr. Und dann guckte sie doof und dann grübelte sie noch mehr. Gut, vielleicht mache ich erstmal bei den anderen weiter, sagte Gott. Ich frage mal so, wer von euch wollte denn überhaupt weiterleben? Viele von euch Menschen sind ja nur noch am Leben, weil sie nie den Schneid hatten, Selbstmord zu begehen. Das hier wäre jetzt eine Chance auszusteigen. Also, wie sieht's aus, was sagt ihr? Also, ich würde ganz gern auch so ein bisschen leben, sagte Emma. Ich habe eine Katze zu Hause, die ich ungern verhungern lassen würde. Und ich weiß nicht genau, ob ich den Backofen ausgeschaltet habe. Ich habe noch einen Warcraft-Raid am Donnerstag. Und jetzt, wo Krüger tot ist, muss ich dahin. Krüger ist doch tot, oder? Fragte Mike. Aber sowas von tot. Sagte Gott. Ich glaube, ich bin noch nicht ganz fertig damit, die Menschen zu nicht zu mögen, die so sind wie ich, sagte Justus. Da bräuchte ich noch einen Moment, die alle nicht zu mögen. Manchmal glaube ich, ich mag einfach noch viel zu viele Menschen, um zu sterben. Das wäre ganz gut, wenn ich das noch fertig machen könnte. Ich suche mir das dann aus, wenn ich fertig bin, alle weißen Westeuropäer zu hassen. Entweder bringe ich mich dann um oder ich werde Rassist. Aber das Rassismus-Ding finde ich im Moment noch eher unsexy. Ich weiß nicht, sagte Steffi. Mir ist das eigentlich alles ein bisschen egal. Ich habe da genug Vertrauen, dass irgendwie schon das Richtige passieren wird. Kannst ja eh nichts machen. Es kommt, wie es kommt, oder? Also, naja, also, sagte Gott. Ich kann da schon ein bisschen an Schrauben drehen. Da lässt sich schon was machen. Also, wollen alle weiterleben, sehe ich das richtig? Er zückte wieder sein iPad, wischte auf dem Bildschirm herum, klickte hier und da, machte diese typischen Daumen-Zeigefinger auf und Daumen-Zeigefinger zu Sachen und schaute wieder zu den Vieren. Also, Folgendes. Im Protokoll steht nichts davon, dass ich Fehler mache. Dabei würde ich auch gerne allein wegen der Außenwirkung bleiben. Aber ich könnte euch noch eine Chance geben, das tue ich manchmal. Ihr müsstet dann allerdings euer Leben ändern in eurem eigenen Interesse. Solltet ihr nichts von der ganzen Himmel-Gott-Sache irgendwie da unten erzählen, ihr wollt doch nicht für Spinner gehalten werden. Och, sagte Justus, ich fände das nicht so schlimm. Der Ruf ist ruiniert und so weiter. Mich halten eh alle für einen Spinner, es ist mir eigentlich egal. Bei mir ist es auch egal, sagte Mike. Ich sehe eh nicht so viele Menschen, ich bin hier eher so drinnen beim
Computer und so. Mich halten eh alle für doof, mir ist das egal, sagte Steffi. Mir ist es auch egal, wenn mich jemand für einen Spinner hält, sagte Emma und knabberte an den Fingernägeln. Gott stöhnte. Also okay, ich sag euch, wie es läuft. Ihr müsst etwas verändern, an euch selbst. Ich sag euch was. Justus, du wirst beginnen, die Menschen zu lieben. Damit meine ich nicht irgendwelche Aufrisse in besoffenen Kneipen. Ich will, dass du sie liebst, weil sie Menschen sind, wie du selber. Ich glaube, das würde dir ganz gut tun. Und wenn ich da keinen Bock drauf habe, zickte Justus zurück. Folgendes. Ihr habt Zeit bis zum 21.12.2012. Dann wird es große Probleme da unten geben. Wirklich große Probleme. Da muss ich nicht viel zu sagen, da ist schon eine ganze Menge durchgesickert. Wenn ihr macht, was ich euch sage, könntet ihr da noch irgendwie rauskommen. Ihr helft mir, ich helfe euch. Kapisch? Justus, Emma, Steffi, Mike? Folgendes, Mike, du wirst dir ein richtiges Leben suchen. Das heißt, du wirst losgehen und die Leute von den Computern wegholen. Es ist mir egal, wie du das machst. Organisiere einen riesigen Schwertkampf-Rollenspiel-Dings da am Eck. Geh baggern in die Kneipen, geh bumsen, Mike, das ist, was ich meine. Hol die Leute raus, die sich alle aus dem Internet kennen. Geh mit denen grillen, stell eine Armee auf, zieh mit ihnen durch die Straße und zeig den Leuten, wie bescheuert ihr wirklich seid. Seid draußen, ich habe die Welt ziemlich schön gemacht. Du beleidigst mich, wenn du das nicht siehst. Steffi, du wirst mit dem Dummsein aufhören. Nimm dir ein Buch, lies einen Roman. Sprich mal mit Leuten, die nicht doof sind. Ich will, dass die Doofen nicht mehr doof sind. Ich will, dass Hauptschüler und Professoren zusammen auf Gabba-Partys gehen, Speed ziehen und auf der After-Hour zusammen Schach spielen und Kant gegen Hegel diskutieren. Das ist nicht so schwer, das kriegst du hin. Emma, mach einfach so weiter. Du hast das alles schon ganz gut verstanden. Also, alle zusammen, habt ihr mich verstanden? Das ist eure fucking Aufgabe und sonst nichts. Also, habt ihr das verstanden? Fragte Gott noch einmal nach. Nee, nicht so genau. Was soll ich jetzt genau machen? Fragte Justus. Und auch die Gesichter der anderen verrieten nicht unbedingt, dass sie das gerade verstanden haben. Ihr versteht das nicht? Folgendes. Ihr seid die Auserwählten. Ihr seid die, auf die ich mich verlasse, dass die Welt ein besserer Ort wird. Ist das denn so schwer? Sagte Gott. Pff, check ich irgendwie nicht, sagte Mike. Pff, in Ordnung. Was soll's? Sagte Gott, schnippte mit den Fingern und hatte plötzlich zu seinen Buffalo-Schuhen noch eine Knalllänge Levis 501 in eine Handy. Die vier Freunde schauten ihn an und begannen wie auf einen Schlag aus vollem Halse zu lachen. Was soll das denn werden? Rief Justus. Ich komme mit runter. Ich war ja schon länger nicht mehr da. Nenn mich Justin. Ich bin dabei. Sprach Gott, wedelte dabei albern und verschwörerisch mit den Armen, ließ den weißen Raum und alles um sie herum verschwinden und schwebte mit den anderen hinab in Richtung Erde, Richtung nördliche Hemisphäre, Richtung Nordeuropa, Richtung Deutschland, Bremen, direkt in Richtung Klinikum Bremen-Mitte. Direkt in ein nettes Fünfbettzimmer. Und wer hätte es gedacht? Gott ist nicht privat versichert. Wir sind begeistert. Danke sehr. Das war so ruhig. Du hast es richtig. Das muss ich echt bemerken.